Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Bibellesung. Heute werde ich das 18. Kapitel der Apostelgeschichte vorlesen. Vorgestern haben wir ja davon gehört, wie Paulus in Athen gewesen ist, und das war nicht ganz so erfolgreich, die Zeit dort. Und nun macht er sich wieder auf den Weiterweg, und wohin es dann geht, davon erfahren wir jetzt. Bald darauf verließ Paulus Athen und reiste nach Korinth. Dort lernte er den Juden Aquila kennen, der aus der Provinz Pontus stammte. Er war vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien nach Korinth übergesiedelt, weil Kaiser Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hatte. Paulus wohnte bei ihnen und schließlich arbeiteten sie zusammen, denn beide waren wie Paulus von Beruf Zeltmacher. Hier erfahren wir also endlich etwas über den Beruf von Paulus, was er eben so gemacht hat. Paulus lehrte an jedem Sabbat in der Synagoge, und was er sagte, überzeugte Juden wie Griechen. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eintrafen, nutzte Paulus seine ganze Zeit, um Gottes Botschaft zu verkünden und den Juden zu bezeugen, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist. Doch die Juden widersprachen ihm und spotteten über seine Lehre. Da schüttelte Paulus den Staub von seinen Kleidern als Zeichen dafür, dass er sie Gottes Urteil überließ. »Ich bin nicht schuld an eurem Tod und Verderben«, sagte er. »Von jetzt an werde ich den nichtjüdischen Völkern Gottes Botschaft verkünden.« Aber man merkt, Paulus wird immer unduldsamer, wenn eben bestimmte Leute aus seinem eigenen Volk, von den Juden, nicht an Jesus glauben wollen. Was geschieht als nächstes? Danach wohnte er bei Titius Justus. Dieser Mann glaubte an Gott, obwohl er kein Jude war. Sein Haus stand direkt neben der Synagoge. Schließlich kam sogar Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, zusammen mit allen, die in seinem Haus lebten. Und noch viele Korinther, die Paulus gehört hatten, begannen zu glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus: Hab keine Angst, predige weiter. Predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir, und niemand soll es wagen, dir etwas anzutun. Denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. So blieb Paulus noch anderthalb Jahre in Korinth. Eine ziemlich lange Zeit und eine der wenigen Stellen, wo auch ganz genau gesagt wird, wie lange Paulus irgendwo gewesen ist. Wahrscheinlich hatte Lukas, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, da etwas genauere Informationen als über den Aufenthalt von Paulus in anderen Orten. Er unterwies dort die Menschen und erklärte ihnen die Botschaft Gottes. Als aber Gallio Statthalter von Achaia wurde, schlossen sich die Juden zusammen und verklagten Paulus. Das ist nun aus historischer Sicht eine sehr interessante Stelle, denn Gallio kennt man auch aus nichtchristlichen Quellen. Und man weiß, dass er im Jahr 50 und 51 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung, Statthalter von Korinth gewesen ist, also nur eine relativ kurze Zeit. Und von daher kann man eben auch genau sagen, wann Paulus in Korinth gewesen ist. Das ist ja mit den biblischen Angaben oft schwierig hinzukriegen, genau herauszufinden, wann genau was gewesen ist. Und hier ist nun eine der seltenen Gelegenheiten, aus denen man das rekonstruieren kann. Sie brachten ihn vor Gericht und beschuldigten ihn, dieser Mann verführt die Leute, Gott in einer Weise zu dienen, die im Widerspruch zum Gesetz steht. Noch ehe Paulus etwas erwidern konnte, wandte sich Gallio an die Juden. Wenn es sich um ein Verbrechen oder sonst ein schweres Vergehen handelte, müsste ich euch Juden anhören. Weil ihr aber über Lehrfragen, irgendwelche Personen und religiösen Gesetze streitet, müsst ihr euch schon selbst einigen. Ich jedenfalls werde darüber nicht entscheiden. Damit wies er die Ankläger aus dem Gerichtssaal. Also Gallio hat überhaupt kein Interesse an innerjüdischen Konflikten. Er weiß wahrscheinlich auch, das bringt nur Ärger. Jetzt fielen die Zuhörer über den neuen Synagogenleiter Sosthenes her und verprügelten ihn noch im Gerichtssaal. Doch Gallio kümmerte sich überhaupt nicht darum. Er merkt wahrscheinlich, dass es sich hierbei nur um ein Manöver handelt, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, und tut eben so, als würde gar nichts passieren. Paulus blieb noch einige Zeit in Korinth. Dann verabschiedete er sich von den Christen und zusammen mit Priscilla und Aquila fuhr er mit dem Schiff in Richtung Syrien. Vorher hatte er in Kenkrae
ein Gelübde abgelegt und sich deswegen, wie es bei den Juden üblich war, die Haare abschneiden lassen. Nach ihrer Ankunft in Ephesus blieben Priscilla und Aquila in der Stadt, während Paulus in der Synagoge ging. Dort sprach er mit den Juden. Und obwohl sie ihn bat, länger bei ihnen zu bleiben, verabschiedet er sich mit den Worten: Wenn Gottes will, werde ich später wiederkommen. Dann verließ er Ephesus auf einem Schiff. Also noch ein kurzer Aufenthalt hier, aber nach Ephesus kommt Paulus später nochmal wieder. Das wird hier sozusagen schon vorbereitet. Von Caesarea aus ging er nach Jerusalem. Dort besuchte er die Gemeinde, um schließlich nach Antiochia weiterzuziehen. Aber auch hier blieb er nicht lange, sondern durchquerte ganz Galatien und Phrygien. Er besuchte alle Gemeinden und ermutigte sie, in ihrem Glauben fest zu bleiben. Also Paulus wird immer unsteter, reist immer weiter und immer weiter. Und mittlerweile ist es auch ein großes Gebiet, durch das er dort zu reisen hat, wenn er alle Gemeinden immer wieder besuchen will und ja auch nicht nur ein, zwei Tage bleiben will, sondern eben auch noch ein bisschen länger und mehr zu erfahren und vielleicht auch den Glauben in den Gemeinden ein bisschen zu vertiefen. Ja, soweit erstmal die Paulus-Geschichte. Jetzt erfahren wir noch etwas über einen anderen. Nun, viele Kapitel ging es ja fast nur noch um Paulus. Hier geht es mal um einen anderen. In der Zwischenzeit war Apollos, ein Jude aus Alexandria, nach Ephesus gekommen. Er kannte sich in der Heiligen Schrift gut aus und war ein gewandter Redner. Von der christlichen Botschaft hat er schon gehört und er sprach voller Begeisterung von Jesus. Zuverlässig lehrte er, was Jesus gesagt und getan hatte. Dennoch kannte er lediglich die Taufe des Johannes. Dieser Apollos begann unerschrocken in der Synagoge zu predigen. Unter seinen Zuhörern waren auch Priscilla und Aquila. Sie nahmen ihn als Gast in ihrem Haus auf, um ihm dort Gottes Weg zur Erlösung genauer zu erklären. Als Apollos plante, in die griechische Provinz Achaia zu reisen, gaben ihm die Christen von Ephesus ein Empfehlungsschreiben an die Gemeinde in Korinth mit, indem sie darum baten, ihn dort freundlich aufzunehmen. Wer damals dabei war, als ich den ersten Korintherbrief vorgelesen habe, der wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass Apollos dort auch vorgekommen ist und Paulus in seinem Brief auf ihn Bezug genommen hat. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist auch schon eine Weile her. In Achaia war Apollos mit seiner Begabung den Christen eine große Hilfe. Denn in öffentlich geführten Streitgesprächen widerlegte er die Einwände der Juden und wies anhand der Heiligen Schrift nach, dass Jesus der versprochene Retter ist. Ja, soweit für heute. Danke, dass Sie dabei waren, dass du dabei warst. Und jetzt gibt's Musik. Helga Richter spielt uns das Lied Strahlen brechen viele vor im Gesangbuch Nummer 268. Und Sabine Zeller liest dazu den Text des Liedes. Viel Spaß dabei und bis übermorgen, bis Samstag. Tschüss. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Und wir sind eins durch ihn. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Und wir sind eins durch ihn. Gaben sind es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Und wir sind eins durch ihn. Dienste leben viele aus einem Geist. Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele aus einem Geist und wir sind eins durch ihn. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind
nur ein Leib.